Im Jahr 2015 schien die ganze Welt in Bewegung gekommen zu sein. Es entstand der Eindruck, dass alle, die migrieren oder fliehen, in Richtung Europa aufbrechen oder nach Deutschland wollen. Doch war das wirklich so? Hier sind einige Fakten und Zusammenhänge. Der größte Teil der Menschen, der migriert oder flieht, bleibt innerhalb seines Geburtslandes. Das sind ungefähr 760 Millionen Menschen weltweit. Ein kleinerer Teil migriert oder flieht grenzüberschreitend. Das sind ungefähr 260 Millionen Menschen weltweit, Stand 2017. Diese Menschen migrieren oder fliehen in viele Weltregionen. Die wichtigste ist Asien. Dort lebt der größte Teil der internationalen Migranten und Migrantinnen. Die zweitwichtigste Zielregion ist Europa, gefolgt von Nordamerika. In der Gesamtzahl von 260 Millionen internationalen Migranten und Migrantinnen sind Menschen, die migrieren, und Menschen, die fliehen, zusammengefasst. Es gibt natürlich viele Unterschiede, aber ganz grob zusammengefasst könnte man zwei wichtige benennen. Der eine Unterschied ist, dass Migration primär freiwillig erfolgt und Flucht primär gezwungenermaßen. Natürlich, das können Sie sich vorstellen, sind die Grenzen hier fließend. Auch eine Migration, die scheinbar freiwillig erfolgt, kann erzwungenermaßen aus Armut oder aus Gründen des Klimawandels erfolgen. Der zweite wichtige Unterschied zwischen Flucht und Migration betrifft die Zielregion. Flucht findet vor allem innerhalb des Herkunftslandes oder in die unmittelbaren Nachbarländer statt. Migration ist dagegen auch auf weiter entfernte Länder ausgerichtet. Man kann ungefähr sagen, dass 2/3 der freiwilligen Migration in wohlhabendere Länder erfolgt. Wir können also festhalten, Menschen, die migrieren oder fliehen, verteilen sich auf viele Regionen in der Welt. Und Menschen, die gezwungenermaßen ihre Heimat verlassen, also fliehen, bleiben eher als andere in den unmittelbaren Nachbarländern ihrer Heimat. Dies sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir über Migration und Flucht nach Deutschland oder Europa sprechen. Musik.